für immer in Deutschland. Ich bin einfach gerade wach geworden gegenüber der Jugendherberge für Hurensöhne, Eros Center. Guck mal, Bruder, jetzt ehrlich, wenn ich jetzt so komme, ne? Ja. Habe ich nicht so eine leere Ausstrahlung? Guck mal, wie ich den Tee trinke. Guck mal. Aber warte mal, Herr Lehrer. Ich rufe deine Eltern an. Was für deine Mutter? Was, wenn du so ein Schüler hast wie mich? Bitte, was soll ich machen? Ficken Sie Mutter, Herr. Nee, ich fick Ihre. Weißt du, was ich richtig gut nachmachen kann? Was denn? Zeig mal, Bruder. Ladies.de, hast du Bock? Dann melde dich jetzt. Frauen aus deiner Umgebung. Willige, reife Damen. Wie oft hast du diese Werbung gesehen? Bruder, der kann die besser als ein Fertighaar. Willst du mich verarschen? Alle, die sagen, dass ich kein Lehrer werde in Deutschland, die kleinen Hunde. Mit Ansage gegenüber von Eros Center in Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Gegenüber von Leuten, die Crack rauchen und sonst was. Alle Nuttensöhne, die sagen, dass ich kein Lehrer werde. Sie hat einfach Musik wie Wunder, ich werde Lehrer. Geht einmal Hauptwache, geht einmal Zeit, guckt euch die Leute an. Und dann werdet ihr sehen, ob eure Lehrer das aushalten. Du bist der Erste, der rennen würde, wenn die dich schlagen wollen. Bruder, du bist da schlimmer als irgendeine Frau Sommer oder so. Ich bring Vader mit, also bist du. Ich komm mit J.J. in Klassenraum, erträgst du, Cousin. Machete in Hosentasche, Cousin. Ich bin der Grund für mehr behinderte Menschen in Deutschland. Deswegen wird man mehr Lehrer brauchen wie mich. Alles ein Plan von mir gewesen. Spau! Und dann alle YouTuber, dessen Kanäle nicht mehr laufen. Ihr könnt euch alle da bewerben. Geht eure Mütter da suchen. 5:59 Uhr. Mario, was geht? Ah, Bowser fährt Auto! Mario, krasse Stiefel! Ey, dein Auto hat eine Beule, ne? Ist nicht schlimm, Bruder. Boah! Ey, Bruder. Jackie Red Bull full im Rausch, Coca testen, Mund ist taub. Maske tragen, Patze jagen, Ewa wie die Jungs im Bau. Tag, Tag, Timer lauf, wegrennen, in Heimat auch. Gang, Bang, sag Weibern, ciao. Bang, Bang, wie Scheiner taub. Ich renne, renne vor dem streiksten Wagen. Ich renne, renne, Ulla, heiße Lage. Ich renne, renne wegen weiße Ware. Ich stoppe, Mama leidet gerade. Räuber, Gendarm, Kripo, Huren, Läufer, langsam, Trikot, Juve, Streuner, Handstand, Tinto, Hunde, Säuber, Tamtam, Kripo, Hund. Ey, Bruder, ich brauch Wasser. Ey, Mama, Matti. Mutter Kuya trefft ein Babe, ich hab Geld in den Jeans und 5 Dinger Haze im Schritt. Wo direkt maritim, wir daten nicht. Sie will Nächte lang ziehen, doch ich space nicht. Sie erzählt, wie du bist und wie gay du bist. Ich hab Scheine als Ziel und ich hate nicht. Sie ist lieb zu mir, denn ich hab Kelly mit. 1 Uhr morgens, 2 Kelly-Packs. 3 Schalmutter, 2 sind Handicap. Big Moria, ich steh kurz. Jetzt bitte mach mal Locke, Chico. Bin fröhlicher als Zippo. Alu zur Seite, du Chico. Bin auf Disco mit Sekt in Glas. Zur Seite, weil ich keine Insekten mag. Komm in Jogger auf Elegant. Das Blick in mein Name steht für jeden Tag. Ich hab noch Platz in meinem Cabrio. Hau auf dein Kopf, rot wie Mario. Bin zwar Muslim, Alhamdulillah, doch ich will ein Deal mit Platz im Casino. Bei uns sagt man, reden ist Belech und geht ganz einfach. Ja, ja, ja. Und das alles einfach um 6 Uhr morgens, Alter. Ey Leute, ich wollte kurz einen kleinen Part aufnehmen für Vlogs, ein bisschen rappen auf Just for Fun. Dann bin ich jetzt hier bei Kollegen im Studio, guck mal bitte. Hier wird gerappt. Selfmade. Eine aufblasbare Matratze. Ein Kollegen aus Kongo, der hier aufnimmt für dich. Dies ist die Geschichte einer Gesellschaft, die fällt. Und während sie fällt, wiederholt sie immer und immer wieder, um sich zu beruhigen. Bisher lief's noch ganz gut. Bisher lief's noch ganz gut. Doch das Wichtigste ist nicht der Fall. Sondern die Landung. C'est en français. C'est une histoire d'une société qui tombe. Et si elle tombe, il dit, jusqu'ici tu vas bien, jusqu'ici tu vas bien. Mais le plus important n'est pas le vol, c'est de l'atterrissage. Mais Kawasaki. Nein, du eilst deine Mutter auf dem Roller. Shit, man, this is crazy. Hey, what's good up YouTube? Da darf das sagen. Der ist nicht rot, der ist wirklich. Schaut das. Nigga. Wenn du sagst, werden sie dich schlagen. Schwarze aus Kongo, aus Oberbarmen. Ayo. Das ist aus wie so einer, der Internetcafé arbeitet. Ich bin mit Schwarzen aus Kongo, aus Senegal. In der Arsch kommen, aber scheißegal. Grr, grr, packen, packen, die Packets in die Bauchtasche. Packen, ich bin echt starker Nacke. Wallah, ich sehe diese Geflügelrollen die ganze Zeit bei Kaufland. Ich kann die nicht essen, weil die nicht halal sind. Und jetzt habe ich mir endlich mal die Halal essen können. 5 Minuten irgendwas gegoogelt und dann geguckt und dann ein Video gedreht. Was ist das bitte? Seitdem ich schon noch Halal esse, Bruder, habe ich 80 Kilo abgenommen. Und Wallah, ich esse gar nichts mehr draußen. Nur noch Fisch mit bei McDonalds, Bruder. Ich rieche nach Muschi aus dem Mund, nach Fisch. Guckt euch das mal an, was eine Frikadelle. Wallah, das Krasseste ist, die ist Halal. Ich habe diese immer gegessen, Bruder. Mieser Haram, Bruder. Von 5. bis 10. Oh, an der Realschule, Bruder. Da hast du alles. Außer Handynetz. Danke Hochtal, ich komm wieder. Und der Typ ist einfach dreckig, obwohl das eigentlich voll der liebe Junge ist, voll so glaubwürdig und so. Okay, der lügt viel, aber sonst an sich korrekter Typ. Aber guck ich gerade auf sein Handy, telefoniert der mit jemandem, steht da Okanabi. Und ich höre so eine Stimme, ja, aber nein,
Da stand auch kein Abi, aber der hat sich angehört wie eine Zeynep aus Frankfurt, ne? Deine Mutter. Meint der? Ich hab dieses Mädchen als Junge eingespeichert. Du speicherst die Mädchen, die du kennst, mit jungen Namen ein. Ja. Damit wenn du andere Mädchen bist, die nicht merken, dass du... Genau. Also Mädels, ihr wisst, was zu tun ist. Ich mach sowas gar nicht bei mir. Die Mädels heißen ganz normal. Clara 45, Braunschweig, Hildegard 63, Altenheim, Wiesbaden. Also ich hab bei mir die Frauen nach Alter und Pflegeheim eingespeichert, damit ich halt weiß, wie ich mit denen rede, weil die Älteren haben höheres Risiko wegen Herzinfarkt. Ne, manchmal gehen die nicht dran, dann weiß ich, die hat einen Schlaganfall oder so. Aber sei doch ehrlich zu den Mädels und sag, ey, ich hab noch mit einer anderen was zu tun. Aber die wissen das. Aber die wollen das nicht zeigen, die wollen nicht einen auf eifersüchtig machen. Verstehst du, was ich meine? Aber hab... Guck mal, was das für eine Frau. Man merkt, dass ich da Vögel drin wohne. Wie so eine Taille, die ich so packe, weißt du? Hey! Ich hatte weg, ne? Mach mal nicht. Oh, du Hund! Boah, du Wichser! Bah, Junge, wie Haare? Ja, wie bah? Ich bin ein Mann, ich hab Haare am Bein. Ich verarsche. Darfst du deinen Zeh wachsen? Was für ein Zeh wachsen, Bruder? Das ist schon so ein Hobbitfüße, hör auf! Ja, lass doch kurz mal gucken. Nein! Ich will deinen Zeh wachsen. Oh, Bruder, bitte. Nur einen großen Zeh. Nur einen großen Zeh. Ja, das tut weh, Bruder. Wunder, das ist nein, nein, der große Zeh geht. Ach, so hässliche Füße, ach, ne? Was ist weiß? Ach, ah, Bruder! Wer ist da? Ja, das oder was? Der dachte einfach, hier ist ein Puff, der ging mal von unserem Haus. Der dachte, dass seine Mutter von dem Puff hier reingekommen ist. Seine Mutter? Ja. Wo der Typ gerade hier geklopft hat, ne? Hast du gemerkt, wie ich aus Reflex direkt ins Badezimmer gelaufen bin und mich eingesperrt habe, weil ich bin traumatisiert von meinen Eltern, weil die früher mich mal schlagen wollten, damit ich ins Badezimmer gehe, auf die Tür zu machen. Kennst du das? Ja, chill, das kann halten, wir reden mal nicht. Muss man Corona-Test haben für den Puff? Für Puff, Bruder? Ja. Ja, aber kein Aids-Test. Scheiße, Corona-Test, fuck. Eigentlich, man sagt, boah, wegen Religion gehe ich nicht rein, ich sag, wegen Corona-Test gehe ich nicht in den Puff rein. Au, du willst mehr, Bruder, komm, was drauf von Latte. Komm, da unten so Crack-Junkies, Bruder. Ich bin da unten, verkaufen Crack. Mama? Mama, sind sie Crack-Junkies? Ja, Mama! Eine schwarze Nutter, nimm kein Crack. Wenn eine Nutter hier aus dem Fenster kommt, die mich so geil macht, ich würde da 100% ficken gehen. Nein, Bruder, mach nicht, das ist haram. Nee, man braucht Corona-Test, deswegen. Ja, ja, Bruder, lass mich schlafen. Guck mal bitte, was ist das? So, als ich gemerkt habe, dass ich wirklich adipös bin. Warum? Als ich angefangen habe beim Springen, meine Titten zu spielen. Ah, krass, ja. Aber du bist nicht so dick, Bruder. Sag ich dir ganz ehrlich. Also das ist, Bruder, das ist eigentlich so drei... Das ist siebte Woche, ne? Erst. Bruder, so 6 Monate exzessives Training. Viel zu viel, Digga. Nein. Extra, wenn ich Lehrer bin, woanders, wenn ich auf Klassenfahrt gehe, ich werde die Schüler, also leg dich mal hin, ich werde die Schüler so weg, aber film mich, der kann. Hisham. Extra Oberkörperfreies zu sagen. Also nur bei den Jungs, das zu sagen. Ba, I, boah. Herr, bla, bla, bla. Ich glaube, wenn ich den Schüler so mache. Boah, Bruder, direkt los. Boah, wer bist du? Was ist das denn? Schau mal, hier auf jeden Fall. Der Hisham meinte, ich sehe aus wie der hier. Zeig mal. Das sind einfach ich in 3 Jahren, Bruder. Ich mag keine Boxershorts. Zieh, Bruder, was für Boxershorts? Du musst Hosen anziehen. Zeig mal, was du anhast. Guck mal, was du in der Boxershorts sehen. Damit ich meine Mutter das Video zeigen kann. Sag Mama, genau, die Bruder, ich habe die gesagt. Damit die so in den Läden geht. Sag, ja, meine Sohn, die will die haben. Zeig die Mutter. Wo du die Boxershorts? Ja, wie alt sind die? Mein Sohn ist 30. Oh, ist der behindert? Nein. Nein, meine Sohn, gesund. Hast du studiert, dann hab ich doch. Willst du mich abonnieren? Oder willst du mich abonnieren? Digga, das heißt Red. Du gibst mich ja. Ach, ich bin wieder. Ja.